Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Sonntag zu einer weiteren Ausgabe hier aus der Milliarden-Challenge Folge 185. Und ja, jetzt scheint es wohl zu funktionieren, wenn ich das so sehe. Gucken wir mal eben. Aha, aha. Wenn Sie auf Saatbett klicken, da haben wir jetzt hier Saatbett. Wunderbar. So, dann werden wir das eben walzen und dann werden wir sehen. Ich verstehe nicht, warum das mit dem Ding nicht geht. Naja. Muss ich jetzt auch nicht verstanden. Wenn wir jetzt hier zwei Stück auf das Feld setzen und dann sollte er auch relativ zügig gehen. Also da muss ich noch gucken. Also das ist mir jetzt ein Rätsel, warum das jetzt auf einmal nicht geht. Ich habe es eben noch getestet, bevor ich hier mit der Aufnahme ja, die gestartet habe. So, mit der Pillar da. Fällt. Aber da war noch eine Frucht drauf und bin dann mit dem... Mit der Kreiselecke darüber gegangen. So, jetzt sieht man hier nichts. Das ist ja klar auch ganz toll, aber gut. Aber wir sehen, da wo er fährt, da ist jetzt Saatbett. Wunderbar, alles gut. Ist der jetzt hier beim Holzfäller angekommen, hat schon die ersten Äpfelchen hier abgeladen. Wunderbar. War das richtig? Hä? Hallo? Hat er jetzt die Äpfel abgeladen? Fahren wir eben hier zurück. Fahren wir mal ein Stück vor zum nächsten. Wollen wir jetzt hier schauen. Also, da vorne den noch und den Rest werden wir dann ins Hoflager bringen. Was wir jetzt gerade mal tun könnten, können wir eben hier noch zur Bäckerei fahren. Können wir auch noch ein paar Äpfel hinbringen. Und dann können wir direkt die Brötchen dann abholen, die da drin sind. Weil auch das sollte jetzt eigentlich problemlos funktionieren. Auch das habe ich eben nochmal getestet, weil den Fehler habe ich gefunden, woran das lag. Ah, ist ja nichts drauf, ist ja nichts gewachsen, kann man ja nochmal hier drüber fahren, passiert ja nichts. Weiß gar nicht, wo man hier Abwasser hier abholt. Aber ich glaube, da an der Seite, ne? Ach, der nimmt hier gar keine Äpfel, okay. Die Bäckerei keine Äpfel oder ist der voll hier? Ah, jetzt gucke ich hier. Hä? So, man sollte auch hier drauf gehen. Nicht auf Shopping. Bäckerei, da haben wir doch Brötchen. Ist hier voll, da nimmt hier keine mehr. Okay.
Kann man schon mal die Brötchen hier abholen, dann können wir die nämlich auch ins Lager bringen. Dann schickt man den mal eben zum Hoflager. Hofpalettenlager, Abladepunkt. Jawohl. Das ist schon mal der. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Ja, wir werden also das Feld, was ist das? 23, 24, 26. Das werden wir also häckseln. Und also komplett. Und oben Feld 33, 45 werden wir ungefähr zur Hälfte häckseln. Und das andere werden wir pflücken. Oder vielleicht ein Viertel, da müssen wir mal gucken. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie hoch dann der Ertrag ist. Wie dann, ne, das Verhältnis ist. Also wie viel Häckselgut bekommen wir da raus? Das ist genauso viel wie im 19er, es ist weniger, keine Ahnung. Ne? Und im Endeffekt, dieses Feld 23, 24, 26, das ist ja früher Feld 4 gewesen. Das ist ja da, wo ich ja die ganzen Industrien drauf hatte auf diesem Land. Und von daher habe ich also bei der Feldgröße überhaupt gar keine Ahnung da, wie viel dabei rauskommt oder auch nicht. Also auch da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir mittlerweile Hühner. Achso, bei den Hühnern wollte ich gleich nochmal gucken. Ich gucke jetzt mal eben schnell. Hier bin, kann man das schon mal abladen. Eben schnell rüber zu den Hühnern. Die Hühner hatten wir hier, ne? Da sind die Hühner. Ist aber komischerweise da Eierpaletten sind. Und warum kann ich die Stelle da nicht anspringen? Das ist aber komisch. Warum haben die ja keinen Sprungpunkt? So. Tiere, Gesundheit 70%. Nahrung, Stroh. Also ich wüsste jetzt nicht, wo hier Wasser reinkommen sollte. Oder gibt es irgendwo noch einen Trigger für Wasser? Ach, hier oder was? Sollte hier Wasser rein? Sind ja die Hühnerställe vom Fett. Brauchen die Wasser?
Temperatur, innen, außen, Luftdruck, das ist ja alles toll. Aber hier steht nicht, ob die Wasser brauchen oder nicht. Dann steht hier nicht. Das Schöne, dass er auch hier auf die Tür Werbung hat. Mein Gott, da kann er auch ein bisschen übertreiben, oder? Gehen wir nochmal hier bauen, dann gehen wir mal hier auf Tiere, dann gehen wir hier auf Hühner. Welchen habe ich denn? Den oder den? Ach, das ist lang, das ist cool. Hä? Ist da ein Unterschied? Also hier steht noch ein Ort, um die Hühner zu halten. Da steht nur Futter. Mehr steht da nicht. Ja, keine Ahnung, ob die Hühner jetzt da Futter brauchen, also noch was anderes außer Nahrung. Was ist das denn jetzt? Warum komme ich jetzt nicht in den LKW da? Na, da waren wir noch. Fahren wir eben schnell nach hier vorne zur Bäckerei und gehen auch mal eben schnell das Abwasser noch holen. Machen wir mal ein bisschen mehr, was dann in der Produktion ist. Ich bin schon wieder an der Bäckerei vorbeigefahren. Da vorne ist ja auch noch ein Gelände. Was habt ihr denn da hingebaut? Für diejenigen, die auch auf der Marsch spielen, würde mich mal interessieren. Was habt ihr da vorne hingebaut? Was kann man überhaupt da hinbauen? Der ist schon mal voll, das ist doch schon mal schick. Also ich zeige euch jetzt nochmal, was ich meine, welches Gelände. Dieses Gelände, was kann man denn da hinbauen? Da ist ja eine Mauer drum und, das ist ja alles schick, aber was kann man denn hier hinbauen? Also da habe ich echt keine Ahnung. Ich denn jetzt lang? Das ist so totaler Blödsinn hier gerade, oder? Was ich hier mache. Ach, ich wollte noch von der Molkerei Produkte abholen und die in die Bäckerei bringen, um mal zu gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere da mal machen können, produzieren lassen können. Jetzt hier falsch. Ne, die Einfahrt ist genau jetzt hier irgendwo in der Kurve, ne? Oh. Jupp. Jupp, hast du wieder gut gemacht. Das war ja wieder prickelnd. Ja, egal. Aber jetzt von hier aus da rein, dann ist. Wo hast du LKW fahren gelernt? Normalerweise fahre ich LKW mit dem Lenkrad und nicht mit der Tastatur. Warum kann ich jetzt hier kein Abwasser abladen? Was ist das denn? Hier ist Laden, okay. Hier abladen oder was? Ah, okay.
Das dauert ein bisschen, sehe ich schon. In der Zwischenzeit, Moment, wir haben jetzt hier am Hof. Ah, das hier. Gut, gehen wir mal hier rüber. Dann kann man den schon mal zur Molkerei. Wo haben sie denn? Beladepaletten. Da. Und ich springe mir wieder hier in den Drescher und dann geht's weiter hier. Hallo? Danke. So. Bin gerade etwas irritierend. Mein OBS zeigt mir irgendwelchen Ausschlag an, wo ich nicht weiß, was das ist. Ja. Auch gut. Wollen wir hier weiter dreschen? Verein haben wir noch. Kann man das irgendwie sehen? Naja, Moment nicht. Dürften auf jeden Fall noch ein paar sein. Also vier mindestens noch. Eins, zwei, drei, vier, ja, glaube ich. Ah, vielleicht fünf, sechs. Also werden wir auf jeden Fall nicht mehr hier in dieser Folge fertig bekommen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Am Montag geht es ja dann weiter. Da muss ich ja noch einen Platz überlegen, wo ich die Brauerei hinsetze. Habe ich auch noch keine Ahnung. Wohl im Hafen ist noch Platz. Oder wir setzen sie auf Feld 30. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da haben wir bald eine Viertelmillion zusammen an Getreide, hier Gerste. Nicht, wie viel geht dann überhaupt in die Produktion rein? Wie viel Liter? Zwei. 500, ne. Eine Million. Okay, da geht ja doch eine ganze Menge rein. Also von daher alles gut. Eine Million Weizen, eine Million Gerste. Ach, da brauchen wir wieder beides. Und auch Hirse geht da rein, ne? Genau. Dann bin ich mal gespannt. Also mit dem Ertrag hier auf dem Feld, vor allen Dingen mit diesen komischen Variablen, da komme ich noch überhaupt gar nicht klar. Also, ne, da einmal dunkelgrün, dann auf einmal orange, gelb, dann wieder hellgrün. Also, ne, wenn das ja
abhängig wäre von der Bodenkarte, dann könnte ich ja noch halbwegs verstehen, aber was soll denn da anders sein an diesem Stück? Also das ist schon ein bisschen sehr merkwürdig. Ich kann ihn noch nicht so ganz nachvollziehen, woran das denn liegen soll. Jetzt weiß ich auch, was ich heute Morgen vergessen habe, nämlich nachzugucken, ob es eine neue Marsch-Version gibt. Das habe ich nämlich vergessen. Ah, jetzt wollen wir eben schnell nochmal gucken. Bäckerei. Was brauchen wir denn für die Bäckerei? Eier, Zucker, Butter, Vollmilch, Joghurt und glaube ich Quark war das, ne? Ne, Sahne. Okay. Butter, Vollmilch, Joghurt und Sahne. So, eben schnell reingehen. Butter auslagern. Achso. Kann man den Quark eben auch auslagern? Das wäre jetzt sehr Blödsinn, wenn ich ihn nicht auslagere. Alles, was ja dann gleich nicht in die Bäckerei geht, kann man dann ins Lager bringen. Haben wir jetzt alles, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall funktioniert der Autodrive-Kurs, der reinfährt. Ja, doch begeisternd. Ja, überlegen, wo man dann sehen könnte, was die Hühner brauchen. Müsste doch eigentlich im Safe-Game angezeigt werden bei den Tieren, oder? Können wir den hier wieder zurückschicken? Gerade bei der Bäckerei, aber ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas produzieren lassen können. Da fehlen noch Eier und Zucker für Backwaren und für Kuchen fehlen auch noch Eier und Zucker. Das heißt, da müssen wir auch noch Zuckerrüben ja, dahin bringen. Gut. Also wir müssen erstmal Zuckerrüben aufs Feld bringen, dann müssen wir die ernten, dann müssen wir in die Zuckerfabrik bringen. Oh, ja, ja, ja. Ist ja kompliziert. Denn hoch. Nee, der ist auf dem Weg hier runter. Ah, okay. Und der andere ist schon auf dem Vorgewende. Alles gut, alles gut. Das sieht ja schon mal gut aus. Müssten ja gleich da oben fertig sein. Naja, fertig ist jetzt auch mal ein bisschen übertrieben, ne?
Aber ja, der eine ist jetzt hier schon am Vorgewinde und der andere ist noch auf dem Weg hier runter. Ja, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, da wir jetzt da ein Saatbett haben. Bin mal gespannt, wie dann der Ertrag dort dann nachher auf dem Feld sein wird und vor allen Dingen, wie dann die Umweltbewertung auf dem Feld sein wird. Und weiter geht's hier. Können wir denn Zuckerrüben sehen überhaupt? Okay. Aber gerade gucken, ist irgendwo ein Zuckerrübenfeld? Haben wir irgendwo Zuckerrüben? Auf den Feldern? Zuckerrüben, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Feld 77 und Feld 66? Ne, Feld 66 sind keine Zuckerrüben. Baumwolle ist auch nur auf zwei Feldern, also auf Feld 37, ne, drei Felder, 21 und 63. Was ist das andere denn da? Da unten ist Tritikale drauf. Ach, das ist Hopfen. Ach, auf Feld 16 haben wir schon Hopfen. Ach, wie schön. Habe ich da ein Hopfenfeld gekauft? Ja, wunderbar. Und da oben ist auch viel Hopfen. Ja. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also Zuckerrüben haben wir noch ein Feld. Feld 77. Ja, müssen wir mal gucken, da mal da einen Auftrag für bekommen, Zuckerrüben dazu ernten. Also wäre ja vor unserem Moment erstmal die einzige Möglichkeit, an Zuckerrüben zu kommen. So, eben hier gucken. Schade, dass man das jetzt nicht sortieren kann. Also im Mai gibt es das eine oder andere zu verkaufen, glaube ich. Aber so viel ist das nicht. Ich glaube, der nächste Monat ist der große Verkaufsmonat Juli, glaube ich. Im Juli haben wir hier USB-Platte, Spanplatte, Bretter, also Möbel, Bretter. Und das ist ja doch eine ganze Menge, weil wir mittlerweile hier Möbel haben. Gute Summe. Könnte man auch gut gebrauchen. Denn wir brauchen dringend Geld. Da haben wir im Moment erstmal wieder Schulden aufgenommen. Denn ne, die Brauerei kostet ja auch noch mal ein paar Euros. Können wir gleich mal nachgucken auf dem Rückweg. Wenn wir dann zum Schluss der Folge noch mal tun. Sagen wir alles, ne, was ja irgendwo als Booster dient, sollten wir auch ausnutzen. Nur ich sag mal, ne, bis wir jetzt mal die ersten Kühe zum Schlachter bringen werden. Das wird noch dauern, also glaub nicht, dass wir das ja, von den nächsten zwei Jahren tun werden, weil ne, wir wollen ja erstmal Milch rausbekommen, wir wollen erstmal, dass die Kühe sich reproduzieren, also von daher mit dem Schlachter brauchen wir erstmal nicht so schnell zu rechnen. Dann wollte ich ja die Müsli-Fabrik hier, da werden wir wohl die nehmen, ach, da brauchen wir noch Honig für. Honig! Der Indy hat noch ja keine Bienenhäuser gebaut, fällt mir gerade ein. Hier haben wir ein Bergwerk. Achso, ja, aus dem Platinum-DLC, okay. Ist das die Brauerei? Ja. 1,4 Millionen. Ja, Jesus Maria, ihr kostet ja richtig Geld. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir die hinbauen. War ja noch nicht. Aber ja, sollten wir dann halb im. Was war das jetzt Mai, ne? Mit den Möbeln. Möbel.
Diesel März, das haben wir, also synthetische Harnstoffe wäre auch März gewesen. Okay. Kleidung im Mai wäre auch nächsten Monat. Ja, Möbel ist, nee, im Juli ist das erste Möbel, also in 2 Monaten erst. Okay. Hat das März, Februar, März, Oktober haben wir die ganzen Fischgerichte, hätte ich jetzt bald gesagt. Ach, im Mai haben wir noch Apfel und Brötchen, die wir verkaufen können. Ja, das ist ja schon mal schön. Haben wir ja ein bisschen von. Denn ich sag mal, ne, der Kontostand ist noch relativ gering. So, und ich darf mich verabschieden am heutigen Sonntag. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag, schönen Sonntagabend. Morgen einen guten Start in die Woche. Und morgen um 17 Uhr gibt es dann eine neue Folge hier von der Milliarden-Challenge. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.